Hiermit hallo und herzlich willkommen zu Uncharted 3 Multiplayer Online Team Deathmatch und wir spielen heute den Friedhof. Ja, wenn es denn mal geladen hat. Und leider sind wir nur zwei Dreier-Teams, die momentan gegeneinander kämpfen werden. Also zwei, immer 3-3. 3 gegen 3. Aber die Map kenne ich schon. Ja, die habe ich schon gespielt. Die habe ich aber zum ersten Mal auch alleine gespielt. Muss ich sagen. Ja, genau. Was für ein Glück habe ich denn jetzt heute. Ich hoffe, da kommen natürlich noch manche Spieler dazu. Zu fünft. Also zu zehnt. Schlussendlich ist es sehr eine interessante Gegend. Man kann hier auch schwimmen gehen, wenn ihr wollt. Ja, und wir spielen Ellen, oder? Ja, der Reporter jedenfalls. Ich den Namen falsch gesagt habe. Oh, war kurz in der Luft. Tut mir leid. Aber ich glaube, sie heißt Ellen. Und sonst ist es ein anderes Spiel, was sie, wenn man so heißt. Egal. Wir spielen jedenfalls mal einen anderen Charakter und nicht Nathan Drake. Genau. So, wo? Oh! Ich habe nicht gesehen, dass die Handgranate bei mir war. Wie dumm von mir. So, wir sind am Führen und ja. Immer noch 3 gegen 3. In dem Level gibt es auch ein Geschütz. Ja, und Friedhof ist nicht so ein Friedhof, wie die meisten denken, sondern Schiffsfriedhof. Mehr oder weniger. Aha. Oh. Ich glaube, es ist jemand dazugekommen. Könnte sein. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Ach, wieder solche Spielchen hier. Sind sie fast nur Frauen gegen Frauen? Also. Spielcharaktere. Ja. Normalfall spiele ich eigentlich gerne Frauen in gewissen Spielen, aber in dem jetzt eher weniger. Weil ich mag Nathan Drake und diese Sally, ich vergesse den Nachnamen immer wieder von Sally. Sullivan. Dabei ist das so einfach. Ja gut, ich kenne niemanden, wo es so heißt, aber... Wo sind die Gegner? Bitteschön. Hat sich verpieselt. Abgehauen, ne? Da drückt. Drücke, Berger. Oh. Ich habe auf den Knopf gedrückt und gesehen, dass sie schon. Ach. Ungestorben ist, meine ich. Ja. Oh ja, ich hatte eigentlich ein Thema, da können wir noch bereden. Ne? Und zwar, wollte ich mal sagen, falls jemand die Frage hat oder falls jemand in der nächsten Zeit die Frage hätte oder haben wird, wieso denn bei mir nicht so, sagen wir, die aktuellsten Spiele
kommen auf meinem Kanal. Es liegt daran, erstens, ich habe zu wenig Geld, um jedes neue Spiel zu kaufen. Zweitens habe ich nicht jede Konsole, zum Beispiel PlayStation 4 habe ich nicht. Oder eine Xbox One. Ich habe nur in Anführungszeichen, eine PlayStation 3, eine Wii U und eine Dreamcast. Aber da kann ich leider nichts aufnehmen. Also keine Spiele spielen und dann aufnehmen. Ich habe da nichts. Keine Karte oder Game Capture zum irgendwie über die Spiele aufnehmen zu können. Ich kann natürlich mit Emulator machen. Und ja, und sonst habe ich einfach ein PC Mac, um Spiele zu spielen. Und ja, und da mein Rechner, also PC-Rechner, Computer, wie sagt man, Windows-Rechner nicht allzu gut ist, kann ich auch nicht alle die aktuellsten Spiele laufen lassen. Manche kann ich über den Mac spielen, aber ja. Und eben das Geld habe ich nicht, um jede Konsole oder so kaufen zu können oder jedes neue Game. Und bei mir ist halt auch die Sache, ich kaufe Spiele gerne ein paar Jahre später oder ein Jahr später. Und wenn man ein Spiel kauft, sagen wir, dann zahlt so 60, 70 Franken oder Euro, je nachdem, welche Währung. Mir sind es Schweizer Franken in der Schweiz. Und da kauft man sich so ein Spiel und dann merkt man am Schluss, oh, das Spiel ist eigentlich nicht das, was man gerne gehabt hätte. Und dann spielt man irgend so ein Spiel und dann, ja, dann hat man das und denkt so, für was habe ich jetzt das Geld ausgegeben, wenn es mir gar nicht gefällt. Wenn man sich so ausrechnen würde, zum Beispiel 15 Spiele kaufen würde pro Jahr, die kosten, sagen wir, so um die 60 Franken jedes Spiel, dann hat man schon mal 900 oder sogar über 1000 Franken ausgegeben, nur für Spiele. Da hat man noch keine Konsole damit. Ja, ich weiß, es gibt viele Spiele, die sind nicht so teuer. Indie-Spiele sind meistens günstiger, die sind so um die 30 Franken oder günstiger. Oh, falsche Waffe. Und ja, das ist der Grund, wieso es bei mir sehr viel aktuelle Spiele gibt. Mit aktuell meine ich gerade dieses Jahr 2017 rausgekommen sind. Yooka-Laylee ist hier eine Ausnahme und ja, vielleicht gibt es noch andere Ausnahmen, aber ich spiele gerne ein paar ältere Spiele, bekannte Spiele und wir sehen da mal. Ja, gut, Uncharted ist jetzt bekannt, aber das gibt es auch schon länger, vor allem die PlayStation 3 Version. Okay. Ja, und bei PlayStation 4 ist halt noch das Problem, je nachdem, wenn man online spielen möchte, dann muss man noch was zahlen. Ist zwar nicht schlimm, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man hier zahlen muss. Was zum? Okay. Von dem her, ja, aber ich habe das Geld nicht, oder aktuell nicht. Und es könnte sich eines Tages ändern, und aber momentan in dem Jahr wird es sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich habe zwar noch ein neues Spiel gekauft, das werde ich mit euch noch let's playen, das kenne ich überhaupt noch nicht, also neu von letzten Jahr. Und ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play, was auch immer, ja. Nein, natürlich nicht, was auch immer. Also, vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle und bis zu einem anderen Video. Tschüss.